Leute, was geht? NeroFraces hier und wir sind das letzte Mal hier in God of War 3 Remastered stehen geblieben. Und wir werden jetzt sehen, was passiert, Leute. Dann auf geht's. Los, Kratos. Kratos, wie schön. Du kommst vorbei, besuchst uns. Du weißt, wir brauchen dich. Ich spüre böses Blut zwischen uns, Kratos. Oh, diese Erinnerungen. Sie sind übermächtig. Mal sehen. Wie oft hast du dich gegen mich versündigt? Ach ja, du hast meine Nichte ermordet, Athene. Und was noch? Was noch? Ach, die Sache mit meinem Bruder, Poseidon. Und ich habe nicht vergessen, dass du es warst, der meine schöne Königin ermordet hat. Ich werde dich leiden lassen, wie ich gelitten habe. Deine Seele gehört mir. Hades. So. Oh, Controller schnell abschießen. So. Ich meine, der Controller ist auch immer zur richtigen Zeit leer, Leute. Aber wir haben hier Hades als Gegner vor uns. Aber er hat keine Chance. So, Hades. Ich finde Hades auch sehr bärstig dargestellt. Er sieht ziemlich krass aus. So, ich meine, guckt ihn euch an. Ja, so muss ein Hades aussehen. So. Du bist nun in meinem Reich. Ist das so? Was los, Hades? Upsala, nein. So. Schmerz ist also dein Leben, dann verpassen wir dir mal Schmerzen, die du nicht vergessen wirst. So, da haben wir ein Stück von seiner Haut abgerissen. So. Und es darf seinen Besitzer nicht erreichen. So. Ja, schrei ruhig weiter, Hades. So, jetzt kommt auch ein geiler Move. Oh, komm schon, ich bin doch in die Luft gesprungen. Komm her, Hades. Ach, komm schon. Warum tust du uns so viel? Ey, ey, ich wollte. Oh Mist. Soll man dem denn ausweichen? Oh, kurz blocken. Du packst uns nicht, Hades. Du packst uns nicht. Das kann man nicht blocken. Okay. Ey, ich hab. Mist, Leute, wir sind gestorben. Aber wir haben trotzdem, glaube ich, ein Stück seiner Leber. Seiner Leber mache ich. Seiner Brust. Hoffe ich doch. Oh,
Oder, ah ne, ich glaube, wir müssen das mit der Brust nochmal machen. Denkst du? Upsala. Boah, das war knapp. So. Jetzt nochmal die Brust, Leute. Ja, genau. Wir verpassen hier jetzt Schmerzen, Hades. Hades aber auch ein richtiger Badass. Ich meine, sieht euch mal die Maske an. Ja. So. Nein, nein, nein. Oh, okay. Ich dachte, wir werden getroffen. Ja, wir haben dich pariert, Hades. Und nochmal. Ja. Schrei ruhig weiter rum. So, so langsam komme ich wieder rein. So. Und jetzt ein Stück von der Seite. Hades Rippchen heute im Angebot, Leute. So. Ja. Puh, das war knapp. Ich bin schon in der Hölle. Oh Mist. Oh Mist. Und schon wieder. Ja, so, er hat schon ziemlich krasse Attacken drauf und ich finde, das ist eins der geilsten Bosse, die wir hier haben in dem Spiel. Nein. Du langweilst mich, Sterblicher. Ist das so? Und nochmal. So, Hades. Hier, was ist denn mit deinem Hinterkopf? Richtig geile Szene auf jeden Fall. Das ist also der Haken an der Sache. So, wir können es auch hier nach hinten ziehen. Nein. So, wer wird dieses Tauziehen verlieren? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Wir werden hier nicht untergehen. So, Hades. Dein Ende ist nah. Und mitten ins Gesicht. So, ab an die Decke. Wer wird denn gleich an die Decke gehen, wa?
So. Und wir haben krasse neue Waffen, Leute. Die Hades-Klauen. Diese grausamen Klauen des Gottes Hades gewähren Macht über Seelen. So, jawohl. Ich finde das auch eine ziemlich geile Waffe. Ja. Ich meine, wenn wir ausweichen, sieht das auch krass aus. Also auf jeden Fall eines der geilsten Waffen überhaupt. Und da ist er. Ich meine, zieht euch diese Fresse rein, Leute. Zieht euch diese Fresse rein. So. Leide du. Ja. Ich meine, so wie du aussiehst. Das werden wir sehen. So. Wie wir sehen, ein Stück seiner Brust fehlt und ein Stück von seiner Seite. So. Da bin ich durchgeschwommen. Hades Boy. Ey, komm schon, das war aber fies jetzt. So. Ab an den Stacheln vorbei. Du hast da was im Kopf. So, und jetzt nehmen wir uns deine Seele. Und ein Bild für die Götter, Leute. Hades Seele, sie haben Hades Seele erhalten. Jetzt können sie den Styx durchschwimmen, ohne Schaden zu nehmen. So, nice. Tauchen wir mal hier ab. Und nehmen uns Hades Helm. Ein wertvoller Besitz von Hades. Schließen sie das Spiel ab, um diesen Gegenstand zu benutzen. Das ist sowas wie Cheats, Leute. Das heißt, 10-mal mehr. Ich meine, zieht den euch rein, ja. Durch seinen Bauch durch. Zum Beispiel 10-mal mehr Orbs erhalten oder so. Beschwören Sie eine Seele, die Gegner angreift. So. Ich merk's. Danke, Athene. So, das war's auch schon. Wir können hier schnell die Waffen wechseln oder auch ganz normal. Ist schon ziemlich nice. So, spielen wir ein bisschen mit den Hades-Clown. Können auch unter Wasser so sprinten. Und das sind die Viecher, die im Styx leben. So. Und ein Durchgang öffnet sich. Kratos? Kann das sein? Bedeutet das, dass Hades nicht mehr herrscht? Der Gott der Unterwelt ist tot. Tot?
Hades hatte Leid verdient, aber ich dachte, er wäre unsterblich. Die Olympier überschätzen sich gern. Interessant. Das werde ich mir merken, Spartaner. Du brauchst die Seele eines Gottes für Hyperions Tor, Kratos. Und das Tor wurde ewig nicht benutzt. Sicher ist es beschädigt, ansonsten hätte ich doch meine liebliche... Weißt du, Kratos, ich war nicht immer wie jetzt. Ein Monster. Ich war einst der gefragteste Handwerker des gesamten Olymps. Zeus gab mir zum Lohn die Hand der lieblichen Aphrodite. Meine Mutter Hera prahlte mit meinem Talent. Doch am Tag deines Sieges über Ares wurde meine Welt zerstört. Seit diesem Tag ist Zeus der Dämon, den du heute kennst. Schlimmer noch. Er nahm mir meine Tochter, Pandora. Den Quell meines Lebens. Ich versuche seitdem hier, sie neu zu erschaffen. Vergeblich. Wieder und wieder. Sie ist am Leben, Spartaner. Ich fühle es. Du, Kratos. Du kannst sie mir zurückbringen. Dein Kind geht mich nichts an. Doch sicher verstehst du mich. Du warst einst auch ein Vater. Da hat Hephaistos recht. Wir waren einst auch ein Vater. So. Gut. Wir haben 7000 Orbs, Leute. Und wir können hier sogar die Seelen auswählen, wen wir beschützen wollen. Wen wir beschwören wollen mit den Hades-Klauen. Aber wir rüsten weiter die Verbannungsklingen auf, weil die einfach die badassten Waffen sind, so. Überhaupt. So. Geist des Herkules, Mut des Herkules, Hyperions Wut und Athenes Zorn. Spartas Armee auf Stufe 2. Dann schauen wir uns das doch mal an. So, wir haben jetzt diesen Angriff. Wir haben diesen Angriff. Wir haben diesen Angriff. Und wir haben das hier. So. Jawohl. Jetzt geht's zurück. Und da sind... So, da packen wir ihn mal. Oh, ich habe Dreieck gedrückt. So, jetzt aber. Und Kreis, jawohl. So, lass uns los. Oh, komm schon, ich wollte ihn doch gerade packen. Und wie ich sehe, haben wir nur noch wenig Leben. Aber das liegt hier an den Hunden. So. Ab geht's. So. Mal das mit dem Burschen, der da noch ist. Er tut mir leid, denn das ist der Einzige, der sich nicht bewegt, ja, der uns nicht angreift. Vielleicht hat er einfach keine Lust. Aber ist auch cool von den Entwicklern, einen daran zu glauben zu lassen, oh, der kommt bestimmt wieder, aber vergebens. So. Dann verlassen wir so langsam mal das Unterreich. Die Unterwelt
waren jetzt lang genug hier. So, Leben kann nicht schaden. Ja, also ich finde dieses Ausweichen viel besser irgendwie. Ist auch viel schneller. Und da ist Hyperions Tor, da müssen wir durch. So. Mensch, diese Bogenschützen, gell? Ich hasse Bogenschützen. Lass mich doch mal. Hallo? Lass mich doch mal los. Was ist denn los mit euch? So. Ja. Dann auf zu Hyperions Tor. Denk an deine Aufgabe, Kratos. Die Dämmerung verzehrt uns. Sein Tod ist die einzige Hoffnung. Ich versichere dir, Athene. Zeus wird sterben. Die Stadt Olympia. So. Gut. Oh Junge, Junge, was ist denn hier los? Du lebst, Spartaner. Das Blut des Kronos dient dir gut. Schnell! Du musst mir helfen! Helfen? Dir? Ja, Freund! Schnell! Ich leide furchtbar! Ich wollte zurück in den Kampf, aber... Ohne mich! Du weißt, ich hatte keine Wahl! Du musst mir helfen! So, du hast uns verraten, Gaia! Du hast uns fallen lassen, als wir deine Hilfe gebraucht haben. Und was werden wir wohl tun? Mittel zum Zweck, Gaia. Nichts weiter. Aber ich muss Zeus töten. Die Titanen müssen den Olymp besiegen. Nein! Das ist mein Krieg, nicht deiner. So. Einmal ausrasten, Leute, mit der Klinge des Olymps. So. Da braucht wohl jemand eine helfende Hand. So, jawohl. Tor nach Olympia. Beweisen Sie, dass Sie ein wahrer Held sind. Vernichten Sie die Gegner, die den Weg versperren, und die Türen werden sich öffnen. So. Mensch, macht mal Platz hier. Ich fühle mich so eingeengt. Kann man schon sagen. Mensch. Abmarsch. So. Das heißt, je mehr Gegner wir besiegen. Und hier sind auch Hunde wieder unterwegs. So. Oh,
Ihr habt keine Chance gegen Kratos. Ich bin der Götterschlechter schlechthin. Ey. So, weg mit euch. So. Du bist dann wahrscheinlich der Letzte. Hallo? Und zerteilt. Das hätten wir geschafft, Leute. Wir haben bewiesen, dass wir ein wahrer Held sind. Nehmen uns ein bisschen Leben mit. Und gehen mal hier rein. So. Ich habe ja gesagt, alles was hässlich ist, hat Brüste in diesem Spiel. Gehen wir mal kurz hier runter. Naja, okay, war nicht hier. So. Na komm her, Harpy. Hä? Warum hat er sich jetzt im Kreis gedreht? So, jetzt. So, hier müssen wir runter. Denn hier gibt's noch ein paar Orbs zu mitnehmen. Wir können auch von Harpie zu Harpie springen. So. So, Leute. Aber. Das heißt. Moment. Gute Position finden. So. Steck die mal weg. Damit wir cool machen können. Okay. Das sei es erstmal für diesen Part gewesen, Leute. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Macht's gut und bis zum nächsten Part. Euer Nero Phrase.